So, da ist immer wieder. Welcome back to Mass Effect. Ja, ich bin jetzt auf dem überaus, ja, überhangenen Planeten gelandet und sehe mich jetzt mal vor, dass ich jetzt hier ein bisschen was noch zusammenkriege. Wenn man der Geräuschkulisse relativ gut und energisch zuhört, hört man auf diesem Planeten ein paar Geräusche. Ich sag da mal kurz Bescheid und halt mal inne, wenn so ein Geräusch kommt. Jawohl! Hey, ich habe alle Mineralien gefunden. Cool. Magere Geräusche. Bis jetzt höre ich nichts. Weil dieses System können wir nicht zufälligerweise erst erkunden, nachdem wir auf Noveria waren. Das hat schon seinen Sinn. Jetzt überhaupt lang. Oh, da bin ich richtig. Ich höre die Geräusche echt nicht, das gibt's doch gar nicht. Jetzt wollte ich das gerade mal so schön vorführen. Nun kommt nix. Eine Asari-Kapsel. Materialieninschriften gefunden. Im Laderaum dieses abgestürzten Satelliten. Da, da ist es. Ich weiß nicht, ob es jemand gehört hat. Da war es gerade. Im Laderaum dieses abgestürzten Satelliten haben sie eine der Schriften der Matriarchin Dilinaga gefunden. Ob dieses Fundstück vor oder nach dem Absturz im Laderaum platziert wurde, lässt sich nicht feststellen. Ich weiß nicht, ob es jemand gehört hat. Notfalls kurz das Video zurückspulen. Da. Da war es wieder. Das bezieht sich nämlich auf die Gegner, die wir kriegen. Denn unsere Gegner hier sind... Rachni. Das ist nämlich diese besagte Stimme... Königin ja erwähnt hatte, mit denen sich die Rachni unterhalten, untereinander sozusagen. Nämlich sehr interessant gemacht. Dann kann ich ja mal rennen. Dieses Geräusch ist wirklich sehr, sehr schwer festzustellen. Vor allen Dingen, wenn man durch dieses
Rauschen des Windes sehr weit immer abgelenkt wird. Da hat mich auch nur eine ganz, ganz liebe Freundin darauf aufmerksam gemacht. Ich hab's nicht verarbeiten können. Also ich hab's nicht festgestellt, bis sie mich irgendwann mal selber darauf aufmerksam gemacht hat. Dann dachte ich auch so, dann hört man das Geräusch auch definitiv. Aber dafür muss man erstmal darauf aufmerksam gemacht werden. Und das ist nämlich genau... Schrotflinte, Präzisionswerfer. Das ist nämlich genau das Problem. Wenn man's nicht gewohnt ist, dann hört man dieses Geräusch eben nicht. Also, danke nochmal an Küsi. Sturmgewehr und Munition. Hier. Aber jetzt höre ich es halt auch, sobald es halt kommt. So, hier gibt's auch was. Da unten kommt was. Oh. Ihr macht's ja schon. Ihr macht ja schon Platz. Okay. Ich sehe schon. Hier gibt's Rachni. Ja, also ich finde das mit diesen Lauten gar nicht so schlecht, sondern wie gesagt, ich finde es immer wieder schön, wenn man irgendwie im Nachhinein irgendwie fast feststellt, nachdem man es meinetwegen das dritte oder vierte Mal spielt. Munitionsupgrades, okay. Dass man immer wieder irgendwie was Neues entdeckt. Das ist immer, das finde ich so faszinierend an diesem Spiel. Deswegen sorry, wenn ich das meiste schon in irgendeiner Form rausputze. Dass dann die Überraschung, wenn man das Spiel tatsächlich als New Gamer ein zweites oder drittes Mal spielt, nicht mehr großartig drauf überrascht wird. Biotikverstärker, okay. Ich habe ja zwei Biotiker bei mir. Exopanzerung, okay. Und da gibt's auch wieder was. Dann gucke ich doch gleich mal, ob ich den Biotikverstärker dort benutzen kann. Pistole, Sturmgewehr, Präzisionsgewehr. Und was haben wir hier? Ich häng fest, ich häng fest. Du Osch. Ha. Trotzdem noch geschafft. Pistole und Sturmgewehr. Das war ja gemein. Einfach mich festhängen zu lassen. So, ich habe ein paar... okay. Vielleicht hat Rex irgendwie was. Nö. Okay. Oh, gut, dann kann ich sie ja gleich wieder verkaufen. Ist ja auch nicht so schlimm. Jo, Granaten-Upgrade, ja, okay. So, jetzt höre ich hier nämlich denselben Funkspruch, den ich nämlich vorhin gehört habe. Mayday, Mayday, Mayday. Hier spricht Lieutenant Marie Durand, 314. Infanterie, 10. Frontdivision der Allianz. Der Horchposten wurde von unidentifizierten feindlichen Lebensformen überrannt. Erbitte sofortige Evakuierung. Das ist nämlich das, was ich meinte. Man soll sich das eigentlich hier anhören, damit man, wenn ich jetzt hier den Terminal benutze, nämlich die dritte freie Ebene, noch bekommt. Shepard, also den dritten Auftrag. Laut Ihren Logbüchern war vor 2 Tagen ein Versorgungsschiff bei Ihnen. Die Rachni waren schnell. Oh. Erzählen Sie mir mehr über das Versorgungsschiff. Dieser Planet soll unbewohnt sein. Die Rachni kam doch nicht aus dem Nichts. Augenblick mal. Diese Basis wird von Drohnenfrachtern versorgt, die in unregelmäßigen Intervallen von verschiedenen Depots kommen. So können sie nicht so leicht abgefangen werden. Ich hab's. Es kam von Argus Rot. Von Argus Rot? Argus Rot, da waren wir schon mal. Wo immer das ist, so sind dort wahrscheinlich weitere Rachni. Gehen wir der Sache auf den Grund. Klar. Die außer Kontrolle geratenen Rachni auf Altahe scheinen das Resultat einer Lieferung aus Argos Roh zu sein. Mit dem vom Frachter heruntergeladenen Loks sollten sie in der Lage sein, den Kurs des Schiffes zu seinem Ursprungsort zurückverfolgen. Verfolg. Check. Zurückverfolgt. Und das kann man komischerweise nicht, das zurückverfolgen, wenn man zuerst auf dem anderen Planeten gelandet ist. Deswegen würde dann diese besagte Quest, die ich jetzt sozusagen gerade bekommen habe, nämlich wegfallen. Dass man eben nicht zurück ins Argos-Roh-System fliegen kann, um eben dort eine kleine Quest noch zu erledigen. Deswegen hatte ich das eine System gerade eben gemieden, oder was heißt gerade eben, in der letzten Folge gemieden, dass ich da eben nicht durchrenne.
und dann diese Quest eben noch machen kann. Die ist zwar nicht leicht, aber macht Spaß. So, jetzt ist in Ordnung. Jetzt können wir ins andere System. Wo wir den Hilferuf erhalten haben. Jetzt zweimal, sozusagen. Also irgendwas stimmt mit dem Mikro nicht. Ich habe jetzt mal die ganzen Videos mir mal angeschaut. Die ganzen Folgen, es ist mal leise, mal laut, mal leise, mal laut, mal leise, mal laut. Also ich brauche definitiv dringend mal ein neues Mikro. Aber nur um die Leute zu beruhigen. Nur um euch mal kurz zu beruhigen. Also ich habe die Planung, mir ein neues anzuschaffen. Ja, ein wesentlich besseres. Das dementsprechend jetzt wirklich auf eine Lautstärke eingestellt ist. Und eben, ja, hoffentlich auch besser funktioniert. Nur ich muss erstmal gucken, wo ich das herkriege. Und dann bestelle ich das. Vermani! Vermani, was finden wir denn da? Proteane Staaten ist gefunden. Beim Scannen des Planeten Vermani haben sie seltsame Signale empfangen. Techniker Adams hat die Signale ausgewertet und eine automatische Reparaturdrohne im Orbit lokalisiert. Tali und Adams brachten die Drohne an Bord, um sie zu untersuchen. Dabei fanden sie in ihrem Kern eine proteanische Datendisk. Na, die Drohne scheint wohl etwas älter zu sein. Ne? Schoffen. Schoffen. Zu Schoffen gibt es da nichts. Quaji? Quaji? Schwermetall. Platin. Gibt's hier eine Umgebung was? Es blinkt zwar nicht, aber... Ich gehe vorsichtshalber mal rum. Ne, gibt's nichts. Nepmos. So, hierher kam... Von hier kam der Hilferuf. Ja, na denn. So, Rex, Liara, ihr begleitet mich weiterhin. Nee. Warum wollte ich Rex mit... Achso, wegen der Rüstung. Oh shit, habe ich sie ihm angelegt? Muss ich glatt mal gucken. Ich glaube schon, aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Wenn nicht, wenn ja, dann kann ich ja das nächste Mal Caden mitnehmen. Aber ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Muss ich gleich mal kontrollieren. So, G landet. Hier würde man auch die Geräusche hören. Das ist nämlich auch ein von Rachni besiedelter Planet. Ah ja, Colossus 9. Ja, okay. Habe ich ausgelassen. Na gut. Wo wollen wir denn hin? Da gibt es erstmal eine Anomalie, da gibt es eine Anomalie, da gibt es den Horchposten, da kommt das Signal her, genau, und da gibt es Trümmer. Okay, gehen wir doch erstmal nach da. Hui! Heide Witzka! So ist doch gut. Komm schon. So, das da hinten, wo ich jetzt gerade drauf ziehe. Wenn man sowas sieht, auf diesem Planeten am besten, um Erfahrungspunkte zu kriegen, gleich drauf los. Weil hier gibt es nämlich Gegner. Ups, Entschuldigung. Wow. Nämlich schön die Erfahrungspunkte noch. Und da will ich ja nicht geizen, nicht wahr? Boah, hier gibt es ja gleich zwei Sachen, Mensch. Das ist ja super. Eine Anomalie und Rohstoffe. Ich brauche zwar keine Rohstoffe mehr, aber die Erfahrungspunkte, die es dafür gibt, die lasse ich ja nicht einfach so stehen und liegen. Wäre noch schöner. Oh, ein Lager. Gut, dann gehen wir doch erstmal... Rohstoffe holen, weil das Lager ist sehr gut wiederzufinden. Auch von weitem zu erkennen.
obwohl ich mich jetzt gar nicht so weit davon entfernt habe. Uran! Jawoll, nehmen wir uns nochmal eine Tasche voll mit. Immer schön, wenn man Uran an Bord hat. So. Dann kann ich auch wieder ein paar Gebäude besuchen, sehe ich gerade. Da. Hat man es wieder gehört. Entdeckung. Diese Partikelbohrgeräte scheinen sofort deaktiviert worden zu sein, nachdem sie in die Tunnel unter der Oberfläche gedrungen sind. Die Baracken und die Ausrüstung tragen das Logo des... Was? Tenkara Mining Konsortiums. Aber es gibt keine Spur von der Mine. Tja. Granaten- und Waffen-Upgrade, jawohl. Da. Da hat man es wieder gehört. Ach, ich finde das cool. Klingt zwar ein bisschen wie Wale, aber... Mein Gott, warum nicht? Uah. Da, schon wieder. Sehr schön. So, jetzt kommt die Anomalie. Reifen mitgenommen. Ja, aber jetzt reicht's aber. Ja, bin ja auch schon komplett falsch. Da. Ja, komm, ich fahr jetzt nicht durch die Lücke, ich fahr jetzt hier ganz tapfer über diesen Berg drüber. Komm. Das schaffst du. Auch mit 5 Rädern nur. Sehr gut. Wo muss ich denn jetzt lang? Oh, immer noch. Sehr gut. Wow. Na, jetzt reicht's aber. Komm. Sei schön brav. Auf welchen dieser Hügel muss ich denn? Aha. Über den muss ich rüber. Dann gib mal Kette. Das ist ja nicht zum Spaß. Ich muss ja mit dem Let's Play ein bisschen vorankommen hier. Wie ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt hatte, wäre so ein Vakuum mit Nitro-Einspritzung vielleicht keine so schlechte Idee. Dass wir mal einen richtigen, ja, Temposchub bekommen würden. Oh. Soll ich mich da erstmal drum kümmern oder erstmal zur Anomalie? Ach, da komme ich auch so hin. Weil da war ja wieder was. Wo ich Erfahrungspunkte kriege. Was ist das denn? Die Luke! Die Luke! Jeder, der Lost kennt, die Luke. Hey. Nein, ist aber nur ein vergrabener Safe. Schade. Ach, diese Parallelen. Medaillon entdeckt. Einer der Minenarbeiter trug ein Medaillon des Salayana-Ordens bei sich. Wahrscheinlich hat er sie bei Minenarbeiten gefunden, aber mit Sicherheit lässt sich das nicht feststellen. Ach, und der Minenarbeiter war in diesem Safe drin. Okay. Nicht fragen. Ich ignoriere das jetzt einfach mal und freue mich, dass ich es gefunden habe. So, und hier gibt es wieder was zu kämpfen. Na dann, ich bin bereit. Oh, und ich hab's geschafft, mal keinen zu überfahren. Oh. Die spucken schon wieder. Ihr seid so eklig. Aber ehrlich. Ah, der hat mich auch schon wieder angespuckt. Muss ich mich vorsichtshalber mal reparieren hier. Jetzt kann ich ja fast gar nicht mehr fahren. Ist ja schlimm. So was. Nee. Also wirklich. So, wo muss ich jetzt lang?
Oh, na, ich bin ja hier dran. Aber ich dachte, ich hätte da hinten irgendwie was blinken sehen. Naja. Kann mich auch täuschen. Oh, es gibt wieder... Hey, es gibt wieder Rohstoffe. Yeah. Aber schon lange nicht mehr. Na, jetzt aber. Hoppala. Und noch einmal. Ach komm, das ist doch gar nicht so schwer. Jetzt komm hoch. Ja, sehr gut. Oh. Na toll, schon wieder ein Reifenheimer. Nerv. So, ein paar Rohstoffe. Rohstoffe, ja. Mhm. Titan. Leichtmetalle sind immer gut. Oh, was liegt da denn? Okay, was Unwichtiges. Anscheinend. Oder da, wo ich noch hinkomme. Das ist ja auch schon mal passiert. So, hier haben wir noch irgendwo Trümmer. Wenn ich so weiterfahre, ist der Marco bald mit Trümmer auf. Auf jeden Fall wird er innen ziemlich vollgekotzt sein. So, was haben wir hier? Was finden wir denn hier? Oh, ja, das war natürlich schlau. Das war natürlich noch schlauer. Na, jetzt hatte ich mich schon wieder verhangen. Verdammt. Okay. Munitionsupgrade, Medi-Exoskelett. Ein Medi-Exoskelett, Moment. Rex, du bist ja hier noch nicht so toll ausgerüstet, ne? Ne, hier komm. Kriegst Medi-Exoskelett. So, ja. Jetzt ist nur noch der Horchposten da, ne? Oh ja, da fahre ich auch genau drauf zu. Der SOS gefunkt hat, dann wollen wir doch da mal hin. Sind doch den Ärmsten nicht so, wow, lange sich selbst überlassen, was da auch immer das Problem sein mag. Hier. So, Horchposten. Oh ja, und er scheint immer noch angegriffen zu werden. Oh, da bin ich. Was ist denn hier los? Aha. Die werden wohl von Rachni angegriffen, ne? Scheint hier noch eine Attacke gestartet zu werden, ja? Okay. Die Zeit habe ich. Keine Angst, Leute. Ich helfe euch. Ich mache die alle fertig. Habt ihr euch aber ganz schön in der Enge manövrieren lassen hier. Mein Gott. Hier direkt vor diesen Ausgängen zu parken, ist natürlich keine gute Sache. Aber gut, ich wette, die Ausgänge waren nicht vorher da. Was willst du? Ach, da ist... Oh, da war gerade Lieutenant Doron. Den Funk... Oh, 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 es geht los. Ich werde dir helfen. Come on.
Bleib doch mal da drin. Ging ganz gut. Aber eine kommt, glaube ich, noch. Aber das schaffen wir. Den schaffen wir. Ja, der Rachni-Schwarm nähert sich. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn ich ein neues Mikro habe, weil das irgendwie, das haut so überhaupt nicht hin. Also entweder bin ich nicht zu hören, weil die Umgebungsgeräusche zu laut sind, aber ich möchte ja den Ton des Spiels auch nicht zu weit runterdrehen, weil es geht ja ums Spiel, nicht um mein Gelaber. Nur ab und zu, wenn auch recht selten, kommt ja vielleicht mal eine nützliche Information. Meistens natürlich nicht, aber ab und zu. Ja, jetzt quatsch mir doch nicht mal rein. Aber so mit diesem Mikro, was ich jetzt im Augenblick habe, ist es echt eine Katastrophe. Mal zu laut, mal zu leise, mal zu laut, mal zu leise. Vor allen Dingen, wenn es dann zu laut ist, dann ist wirklich laut. Aber okay. Ich hoffe, die Leute, die das gerne gucken, die stört das vielleicht nicht ganz so hart. Wenn es überhaupt Leute gibt, das gerne. Ich mache dich fertig. Geschafft. Nichts für ungut. Ich mache ich fertig. Alter, lach bleib mal flauschig. Außer Medigel haben die hier eigentlich nichts. Naja, dann habe ich doch mal diesen Lieutenant Durand gleich mal gerettet. Ein Upgrade-Kit. Munitions-Upgrades. Sehr schön. So, Lieutenant Durand, da haben wir ihn doch. Haben wir sie doch. Ist ja eine Dame. Heilige Scheiße, Sir. Genau. Das war eine enge Kiste. Ist alles in Ordnung? Wie geht's euch? Kümmern Sie sich nicht um mich. Ist bei Ihnen alles okay? Ich bin noch auf den Beinen. Aber wir kämpfen jetzt seit 26 Stunden. Wow. Keiner von uns hält noch lange durch. Ma'am, wir erhalten ein Signal von einer der Drohnen, die den Boden scannen. Da ist ein großer Hohlraum, etwa 500 Meter unter der Oberfläche. Gut, das muss es sein. Von dort muss es ausgehen. Aber meine Leute können in diesem Zustand keine Säuberungsoperation auf die Beine stellen. Ja, kein Ding, das mache ich. Sagen Sie uns einfach, wo wir lang müssen. Das müssen Sie nicht tun, Commander. Wir haben Sie ausgeblutet und halten bestimmt noch eine Weile aus, bis uns ein größeres Schiff von hier abholt. Wenn Sie es versuchen wollen, gebe ich Ihnen die Koordinaten. Ja, gib mir aber ja. Es ist Ihre Entscheidung. Sie haben unseren Arsch gerettet, Commander. Danke. Kein Ding. Juhu. Na denn. So, wo muss ich denn da hin?
Vom Rachni besetzte Mine. Lass mich raten. Ja, ich... Genau, was ich schon... Alter. Genau, was ich mir schon gedacht habe. Genau wahrscheinlich dieser Eingang, an dem ich vorhin vorbeigefahren bin. Ja, das ist... Ja. Die Richtung stimmt schon mal. Da sollen wir jetzt ein Rachni-Nest ausheben, ne? Ja, mach ich euch fertig. Ihr Rachni, ihr... Die nicht auf eure Königin hören, ihr... Ihr gemeinen Viecher. Obwohl sie euch erruft. Ob sie jetzt die Königin ist oder... gut, wahrscheinlich ist sie nicht die Königin. Ah, ja. Da haben wir es doch. Hui. Na denn. So, da drin soll's was geben. Hier drin, Kinder, soll's was geben. Hier drin werdet ihr euch freuen. Ach ja. So, hier in dieser Mine, da gibt's Rachni. Das demotiviert einen irgendwie, wenn man's weiß. Erstmal das wegmachen, nicht, dass einer aus Versehen drauf feuert. Wenn man gerade daneben steht. Was finden wir denn hier Schönes? Ups. Schrotflinte, Sturmgewehr, Leichtmensch. Guardian. Nee, Guardian. Obwohl, vielleicht ist das für Liara was. Im Augenblick. Nee. Hat zwar mehr Schilde, aber so gut wie auch gar keinen Schadenschutz. Das wollen wir ja nun gar nicht. Nicht wahr? Ja, so. Wow. Explosionsmunition, die ist echt gut. Ach, die kommen hier aus diesen Tunneln raus. Uah! Was du denn da? Wow, Attacke! Sehr gut. Oh, Vorsicht! So. Nur für den Fall der Fälle. Wow! Boah, das war gerade knapp. Die haben mich nämlich alle auf einmal mit ihrer Giftrotze getroffen. Das war übel. Oh, da krieg ich... Universalwerkzeug. Okay. Universalwerkzeug ist was für mich. Halleluja. Wäre jetzt eine schlechte Position gewesen zum Kämpfen. Oh, hier war ich auch schon, okay. Dann kommt da wahrscheinlich jetzt noch einer raus. Oder zwei, oder drei. Na, nur einer. Okay. Immer schön Abflug zu machen. Woo! Sehr gut. Wow, Vorsicht.
Wow! Ups, den habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Wie peinlich. Okay, hier sind auch schon alle raus. Halleluja. Das hat sich gelohnt. Was gibt's denn hier drin? So Schönes oder auch nicht Schönes? Schrotflinte, Pistole, Sturmgewehr. Okay, mitnehmen. Halleluja. Okay. Hier bestimmt auch wieder eine drin. Der Rachni-Kriege kämpfen die Brutkrieger, die männlichen Rachni, nur wenn eines ihrer Nester angegriffen wird. Sie haben die Rachni auf Nepmos ohne Zweifel eliminiert. Oh, das waren Brutkrieger, keine Brutmütter. Na gut. Man kann sich ja mal verlesen. Im Eifer des Gefechts. Steht ja auch nicht an jedem Gegner dran. Was er eigentlich sein soll. Zumindest achtet man da so im Gefecht nicht drauf. Pistole, Präzisionsgewehr, Leichtmensch, Titan. Dann können wir ja von hier abhauen, wa? Dann geht's gen Argos. Roh? Und... Joa. Ja, also erstmal hier raus, damit wir dann nach Argos Roh können. Ach da, ja, okay. Gucken wir doch mal, was da so gibt. In Argos Roh. Da muss ich also jetzt ein neues System geöffnet haben. Naja, das System wird schon vorher da gewesen sein, nur wir konnten es wahrscheinlich nicht bereisen. Jo, gucken wir doch mal, was denn da so gibt. Die Rachni haben wir hier auch dezimiert. Sehr schön. Also, Uffi zur Normandie. Yibi! So, Argos Roh. Dann wollen wir doch mal. Also, irgendwann mal. In naher Zukunft. Tschack. So, Argos Roh war hier. Hydra, das kommt mir bekannt vor, haben wir schon. Phönix, kommt mir auch bekannt vor. Gorgon, da waren wir noch nicht. Also auf ins Gorgon-System.
Slackon. Oder Slackon. Gibt nichts. Vectra. Hey, Opel Vectra. Hey. Oh Mann, na ja gut. Oh. Okay, ja, warum nicht? Cameron. Hier sind die ganzen Automarken. Chablu. Okay, dann wohl eher nicht. Nicht identifizierte Raumstation. Okay, diese Raumstation scheint aus ausgemusterten Ersatzteilen ziviler Schiffsmodule verschiedener Herkunft zusammengesetzt zu sein. Auf der Stationshülle sind keine Kennzeichen erkennbar und diese Station sendet kein ID-Signal. Na dann, gehen wir doch mal an Bord, wa? Ist doch top. So, jetzt nehme ich euch beide mal mit. Zack. Hier gibt's was. Hier gibt's was. Seht ihr das? Ist das nicht toll? Was hier so gibt? Aha. Hallo? Ui. Okay, das war dumm. Aber okay. War trotzdem. Hat Spaß gemacht. Ein Rachdi-Soldat. So, der Rachni-Soldat hatte natürlich keine Chance. Oh, aber hier gibt's auch was zu öffnen. Ein Waffenspind. Schrotflinte, Präzisionsgewehr, Waffen-Upgrade. Schrotflinte, Präzisionsgewehr. Aber hier rennt noch ein Gegner rum. Den holen wir uns. So nun nicht. Dich kriegen wir. Ja, garantiert auch ein Rachni-Soldat. Ui, was hast du denn? Sind wir schon so dicht dran? Achso, das war nur so ein Vieh. Na gut. Aber hier gibt es noch was zum Öffnen. Was haben wir? Schrotflinte, Präzisionsgewehr, Präzisionsgewehr. Okay. Biotikverstärker. Sehr schön. Oh. Granaten- und Waffen-Upgrade. Noch eine Tenefrierung. Level 9. Aber ich glaube, die habe ich ja schon. Oh. Was haben wir hier? Pistole, Schrotflinte, Sturmgewehr. Mhm, mhm. Das ist ja alles recht interessant. Ich kann langsam mal die Waffe wegstecken. Munitionsupgrades. Erste Hilfe. Was haben wir hier? Medizinische Station. Ja, komm hier. Wir nehmen alles mit von dieser Station. Leicht. Universalwerkzeuge. Phönix. Phönix will ich gar nichts mehr von wissen. Pistole. Schwermensch, okay. Munitionsupgrades, ja super. Ach, hier gibt's aber viele, mein Gott. Schrotflinte, Sturmgewehr, Präzisionsgewehr und... Schrotflinte, Sturmgewehr. Okay. Ja, ich sollte auch dementsprechend langsam eine Gamepause auch wieder machen. Mache ich auch gleich. Ein Terminal. Persönlicher Datenrekorder für Major Elena Flores. Okay. Ersten Eintrag abspielen. Sigma 23 ist fast vollständig funktionsfähig. Die Baracken und Lager sind komplett und wir haben begonnen, die Munition einzulagern. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Allianz im Nebel patrouilliert. Die einzige Gefahr werden wohl die Piraten sein. Und wer würde denen glauben? Offenbar haben wir Platz für zwei verstärkte Schwadronen Cerberus-Soldaten. Cerberus? Ist das eine Firma? Die schon wieder. Zweiten Eintrag abspielen. Das Paket für den Feldtest ist heute angekommen. Mir wurde gesagt, dass sie den Einheiten sehr ähneln, die auf Noveria entwickelt werden. Sie haben versprochen, dass diese stabil sind. Angeblich, weil sie in der Nähe der Hauptkontrolleinheit produziert wurden.
Wir haben herausgefunden, dass einige Piraten einen Schlupfwinkel im benachbarten System haben. Wir werden sie dort wohl zum ersten Mal einsetzen. Okay. Den letzten Eintrag abspielen. Sie sind der Eindämmung entkommen, diese cleveren Bastarde. Wir haben sie wie Tiere behandelt, hätten sie aber eher als Kriegsgefangene ansehen sollen. Sie breiten sich aus, besteigen die Versorgungsschiffe und schicken sie an beliebige Ziele. In einer Woche werden sie sich im ganzen Cluster verteilt haben. General, wenn Sie diese Nachricht empfangen, habe ich nur einen Rat für Sie. Verzichten Sie auf die Rachni. Sie sind zu clever. Nutzen Sie eins der anderen Projekte. Floris, Ende. Zum letzten Mal. Offenbar waren die Leute bei Binhex nicht die einzigen, die dumm genug waren, sich mit den Rachni einzulassen. Ja, anscheinend. Gehen wir. Die entkommenen Rachni kamen sicherlich aus dieser Station, aber die Motive dieser Cerberus-Gruppe bleiben unklar. Um eine weitere Kontamination zu verhindern, müssen sie die Exekutionssprengladung der Station aktivieren und sich auf die Normandy zurückziehen. Okay. Das machen wir aber heute nicht mehr. Oh, ich kann auch schon wieder aufsteigen. Ja, komm her, Gesundheit, Fitness ist immer gut. So. Tagebuch, Sigma 3. Ja, die Thermoladung. Also, Boom machen, so. So, gib wieder 2 Codex-Einträge. Und wir sind noch bei Schiffe und Fahrzeuge. Immer noch. Waffe. Oder Waffen. Guardian-Systeme. Das Guardian-System, General Area Defense Integration Anti-Spacecraft Network, eines Raumschiffes, besteht aus mehreren Anti-Raketen, Anti-Jäger-Lasertürmen auf der Schiffsaußenhülle. Aufgrund der Computerunterstützung müssen die Gefechtsturmoffiziere dabei nur das System aktivieren und die feindlichen Ziele bestimmen. Da Laserstrahlen mit Lichtgeschwindigkeit ausgesendet werden, können Objekte mit nicht relativistischer Geschwindigkeit ihnen nicht ausweichen. Wenn der Strahl nicht schlecht ausgerichtet wurde, wird er immer sein Ziel treffen. Zu Beginn eines Raumkampfes ist das Guardian-Gefechtsfeuer 100% präzise. Es ist zwar nicht 100% tödlich, aber das ist auch nicht entscheidend. Die beschädigten Jäger müssen die Mission abbrechen und zum Reparaturdock zurückkehren. Die maßgebliche Einschränkung der Leistung eines Lasers ist die Beugung. Wenn ein Laserstrahl erneut gestreut wird, verringert sich die Energiedichte, Watt pro Kubikmeter, mit der Laserstrahl auf sein Ziel einwirken kann. Alle hochleistungsfähigen Laser sind Nahkampfwaffen. Voilà. Die Effizienz der Guardian-Systeme wird zudem durch die Hitzeentwicklung eingeschränkt. Waffenfähige Laser benötigen Zeit zum Abkühlen, wobei die Hitze in Hitzepuffer oder Radiatoren eingespeist wird. Beim Feuern reduziert die entstehende Hitze des Lasers seine Zerstörungskraft, die Reichweite und seine Präzision. Die Jäger fliegen ihre Angriffe in Schwärmen. Die immer vorderste Front anfliegenden Jäger werden immer von den Guardian-Lasern getroffen. Aber durch die Überhitzung der Verteidigungssysteme können immer mehr Jäger näher an das Schiff heranrücken. Ein ununterbrochener Einsatz würde die Laser ausbrennen lassen. Ah, geschickt gemacht. Guardian-Laser operieren normalerweise auf Infrarotfrequenzen. Kürzere Frequenzen würden zwar mehr Feuerkraft und bessere Reichweiten bieten, aber die Wartung der schadensanfälligen Zielvorrichtungen und Spiegel wären zu kostspielig. Und in den meisten Fällen gibt die Militärführung mechanischer Vernachlässigkeit den Vorzug vor technischen anspruchsvollen, aber anfälligen Verteidigungssystemen. Die Ausnahme bilden die Salarianer, die Laserwaffen auf Ultraviolettfrequenzen mit 6-facher Reichweite einsetzen, um die Feuerfrequenz gegen angreifende Raketen zu erhöhen. Ja, die Salarianer wieder. Die Laserstrahlen können nicht durch die kinetische Barriere der größeren Schiffe abgeblockt werden. Aber da die Reichweite der Laser begrenzt ist, eignen sie sich ausschließlich für den Schiffsnahkampf. Oh ja, der ÜLG-Antrieb. Immer noch ein anderes Thema. Entladetechniken. Durch das Anlegen eines positiven oder negativen Stroms an dem ÜLG-Antriebskern wird eine statische elektrische Ladung aufgebaut. Die Antriebe können im Durchschnitt 50 Stunden genutzt werden, bevor sie eine Ladungssättigung erreichen. Dies ändert sich proportional zur Intensität der Massenreduktion. Schwerere oder schnellere Schiffe erreichen diesen Sättigungsgrad schneller. Die so entstehende Ladung wird in die Schiffshülle abgeleitet. Wenn sie nicht geerdet wären, würden die Crewmitglieder gegrillt, die elektronischen Systeme ausgebrannt und die Metallschotte geschmolzen werden. Joa, das baut doch auf, wa?
Der sicherste Weg, einen Kern zu entladen, ist die Ladung auf dem Planeten, wo das Schiff eine Erdverbindung ausfährt, ähnlich einem Blitzableiter. Größere Schiffe wie Schlachtschiffe können nicht auf Planeten landen und müssen ihre Entladung im Magnetfeld des Planeten vornehmen. Dabei wird die Ladung vom Antriebskern auf die äußere Panzerhülle des Schiffs geleitet, bevor das Schiff in das Magnetfeld eintaucht. Na, das wird doch bestimmt ein bisschen dauern, oder? Bei diesem Entladevorgang entstehen eindrucksvolle Lichtfelder und Bögen, die vom Planeten aus sichtbar sind und den irdischen Polarlichtern ähneln. Da während der Entladung die Sensor- und Waffensysteme des Schiffes eingezogen werden müssen, ist es in dieser Zeit praktisch wehrlos und blind. Der Entladungsvorgang bei einem Mond mit schwachem Magnetfeld kann Tage dauern. Die Entladung in das mächtige Magnetfeld eines Gasgiganten dagegen dauert nur eine Stunde. Weltraumstationen, die sich wie die Citadel nicht in unmittelbarer Nähe zu Planeten befinden, bieten oftmals spezielle Entladungsvorrichtungen für die Schiffe von Besuchern. Na, guckst du. Haben wir uns doch wieder ein bisschen schlau gemacht. Im Mass Effect-Universum. Sehr schön. Dann wird jetzt hier gespeichert und ich würde sagen, bevor wir diese Station sprengen, sehen wir uns, ja, in der nächsten Folge wieder. Dann bis denn. Tschüss.